Vertrauliche Worte, herzliches Lachen und dann auch noch eine Art Luftkuss für Mr. Brexit, Nigel Farage. Kurz vor der Sondersitzung des EU-Parlaments zum Brexit-Votum scheint es fast so, als wären Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und UKIP-Chef Farage beste Freunde. Doch der Schein trügt, denn Juncker geht die Brexit-Befürworter in seiner Rede hart an. I'm really surprised that you are here. Ich bin wirklich überrascht darüber, dass Sie hier sind. Sie haben für den Austritt gekämpft. Warum sind Sie also hier? Applaus für Juncker, Pfiffe für Farage. Doch der lässt sich nicht stören, läuft in seiner Rede zur Höchstform auf und feiert nicht nur den Brexit, sondern auch sich selbst. Isn't it funny? Ist das nicht komisch? Als ich vor 17 Jahren hierher kam und Ihnen erklärte, dass ich eine Kampagne ins Leben rufen würde, die Großbritannien aus der EU führt, haben Sie mich ausgelacht. Nun, jetzt lachen Sie wohl nicht mehr. Doch auch die Briten dürften wohl bald nicht mehr lachen. Denn die klare Ansage der EU lautet: keine Vorverhandlungen, keine Sonderbehandlung.